2015 haben wir da in Dummersbach die Schaufütterung errichtet für Gäste. Wir fahren mit unseren Gästen zur Futterstelle. Wir haben hier oben eine Beobachtungshütte eingerichtet. Da können 12 Personen drinnen sitzen und die Wildtiere bei der Essungsaufnahme zusehen. Die Futtervorlage bei unserer Fütterung findet jeden Tag statt. Bei jedem Wetter, egal welcher Schneelage, wird jeden Tag Futter vorgelegt. Und sobald wir beginnen, das Heu auszulegen, kommen schon die ersten Tiere Richtung Futterplatz und warten schon, bis sie runterkommen können. Wenn wir nachher mit der Heuvorlage fertig sind und mit der Silage beginnen, nachher merkt man, wie gut das einer das schmeckt, weil dann laufen sie gebündelt zur Fütterung her. Das war wirklich sehr romantisch, bei Schneefall in einer herrlichen Winterlandschaft die Wildfütterung zu sehen. Und ich würde jedem empfehlen, auch bei schönem Wetter, das auch zu erleben. Es ist direkt jetzt mal wieder eine schöne Sache, wenn man halt Leute mit oben hat und eigentlich sagen, ah, sie sehen das jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel und sehr viel Positives mit runternehmen. Und das ist für uns das Hauptbestreben, aufzuzeigen, dass wir alle Platz haben in der Natur und einfach ein bisschen nach Regeln spielen müssen.